Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch den Benefaktor-Schafter LWB mal testen, weil ich habe ja vor ein paar Tagen den Benefaktor-Schafter V12 gepanzert getestet. Und zwar habe ich jetzt den Benefaktor-Schafter LWB gepanzert. So, dann tue ich erstmal Passivmodus raus, ja. Dann nehmen wir erstmal die Pistole. Also die Scheiben, denke ich mal, sind die gleichen. Also wir schießen wieder mit den gleichen Waffen. Ich habe jetzt die falsche Waffe. So, das ist die Pistole und mal schauen, wie viele Schüsse wir abgeben müssen. Wir sind circa auf der gleichen Entfernung wie beim letzten Video. So, mal schauen. Mit der Pistole haben wir 9, ein ganzes Magazin und ein Viertel vom Magazin verbraucht. Also ungefähr. So, nein, dann gehen wir zur Spezialkarabiner mal weiter wie beim letzten Video. Ja, okay, das ist durch. Das war auch so beim letzten Video. So, dann wieder mal schießen mit der Pullup-Schrotflinte. So, jetzt mal weitermachen und schon ist das Glas kaputt. Am Ende kommt dann die Raffbombe ran. So, jetzt nehmen wir keine Fleischspritze, sondern die andere, diese Reihenfeuerpistole, ist auf der gleichen Kategorie zugeordnet. Jetzt haben wir das Kompaktgewehr genommen, haben geschossen, bis die Scheibe dann kaputt gegangen ist. Jetzt nehmen wir kein Kompaktgewehr mehr, sondern nehmen wir den Sniper. 2 Schüsse, dann nehmen wir 3 Schüsse, 4 Schüsse und beim 5. Schuss ist die Scheibe zerbrochen. So, und zu guter Letzt kommt die Haftbombe ran. Ja, okay, jetzt zünden wir sie mal. Bumm, wie ihr wisst, da passiert eigentlich nichts. So, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Abonniert, liked und ich wollte noch die Farbe sagen. Das ist die Mitternachtsblau matt. Okay, jetzt ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Abonniert, liked. Ja, und ciao.